Ein früh entdeckter Dickdarmkrebs hat sehr gute Heilungschancen. Die Symptome eines Darmkrebs sind meistens Blutungen, Bauchschmerzen, Unregelmäßigkeiten beim Stuhlgang und manchmal auch die Patienten haben auch keine Symptome. Deswegen ist die Vorsorge sehr wichtig. Ein Darmkrebs kann entstehen im gesamten Bereich des Darmes. Im Dünndarm ist sehr selten, aber im Dickdarmbereich ist mehr häufig. Es gibt einen Dickdarmkrebs und Mastdarmkrebs. Ein Dickdarmkrebs wird meistens durch eine Operation behandelt und nachfolgende Chemotherapie. Im Mastdarmkrebs wird erstmal meistens auch eine Bestrahlung und eine Chemotherapie durchgeführt, um den Tumor zu verkleinern und eine Lokalkontrolle über den Tumor zu haben. Und dann erfolgt die Operation und danach auch, je nachdem, auch eine Chemotherapie. Die 5 Jahre Überlebenszeit nach einer Dickdarm- oder Darmkrebsbehandlung sind bei frühem Stadium mehr als 80%. Bei fortgeschrittenen Tumoren oder Lymphknotenbefall senken die Überlebensrate nach 5 Jahren auf 50%.